Willkommen beim Deutschen Link-Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der Link-Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne eine Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß! So, willkommen, ihr Lieben, zurück beim Link-Podcast auf Deutsch. Ich habe heute wieder einen tollen Gast, auf den ich mich auch schon gefreut habe. Und zwar Maria von Deutsch mit Maria. Hallo Maria. Hallo Katja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Das freut mich auch. Dann stelle ich dir doch gleich am Anfang mal unsere Standardfrage, nämlich... Wer bist du? Was machst du? Upsala, da fällt mir ein Kabel runter. Wer bist du? Was machst du? Und wo kann man dich finden, wenn du gefunden werden möchtest? Okay, ich bin tatsächlich Maria Dobrowolska. Ich bin zu finden auf YouTube in erster Linie. Also ich habe einen Kanal für fortgeschrittene Deutschlernende. Was heißt fortgeschritten? Das heißt B2, C1, C2 bis D8, wie ich das immer sage. Und genau, dort findet man mich. Man findet mich aber auch auf Instagram und auf TikTok und auf Facebook, alles unter Deutsch mit Maria. Ansonsten findet man mich auch in meiner Online-Schule, wo wir passend zum YouTube-Kanal auch Kurse anbieten für Leute, die es vielleicht etwas ernster meinen mit dem Deutschlernen. Okidoki, wie immer sind die Links zu allem, was mit Maria zu tun hat und wo man Maria online finden kann, ist alles in der Beschreibung verlinkt, schaut mal vorbei. Das heißt, du bist professionelle Sprachlehrerin und wir sind YouTube-Kolleginnen. Wir haben auch beide, glaube ich, relativ gleich angefangen, mit dem Unterschied, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, schon eine fertige Lehrerin warst und ich gerade mit dem Lehrerstudium angefangen habe. Ich glaube, als Lehrer ist man nie fertig, oder? Man kann irgendwann anfangen, aber so wirklich fertig ist man nie. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch gar nicht so unähnlich zum Sprachenlernen an sich, ne? Ich springe mal gleich, was das angeht, ins Thema. Und zwar als Sprachlehrer. Hast du so 2, 3 große generelle, pauschale Tipps zum Sprachenlernen? Ja, das ist immer das Schwierigste zu beantworten, weil die Leute einfach so unterschiedlich sind. Aber ich könnte sagen, man muss immer sehr auf sich selbst achten. Also man muss schauen, was funktioniert für mich und das als Filter benutzen für alle Tipps, die von außen kommen. Egal, ob das von einem Deutschlehrer, von einem YouTuber oder von, weiß ich nicht, egal von welchen Sprachlern-Gurus kommt. Wenn es für dich nicht funktioniert, lass es sein. Und ganz wichtig, du solltest auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du denkst, scheiße, alle arbeiten mit Karteikarten und für mich funktionieren Karteikarten einfach nicht. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste und es muss Spaß machen. Das wird sehr oft vergessen, vor allem auf hohen Niveaus, da wo wir arbeiten und die Leute kommen mit der Einstellung, koste es, was es wolle, ich muss C1 schaffen, ich möchte an die Uni, ich möchte hier arbeiten und dann wird man so furchtbar ernst und Erwachsene haben die Tendenz, viel zu ernst zu sein und einfach locker lassen, überlegen, was macht dir eigentlich Spaß und darauf achten. Ich sag auf meinem Kanal auch immer, ey, wenn ihr nur meine Videos guckt, ihr lernt dann nicht Deutsch, so funktioniert das nicht. Jeder muss das finden, was für ihn funktioniert. Das ist aber auch eine sehr unbefriedigende Antwort. Weil man sich, glaube ich, als Sprachlerner ja immer wünscht, dass jemand kommt und sagt, hier ist die Lösung. So geht es am einfachsten. Du sprichst ja selber mehrere Sprachen. Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Aber du sprichst es so gut, dass man das nicht merkt. Welche Sprachen sprichst du denn noch? Also ich habe Russisch als Muttersprache, Lettisch als zweite Sprache. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen verschoben, weil ich Lettisch seit 17 Jahren kaum benutze, seit ich in Deutschland lebe. Deutsch offensichtlich, Englisch. Ich schaue ziemlich viele englische Serien oder englischsprachige Serien an. Ich spreche noch ein halbwegs passables Rumänisch. Also ich könnte mich nicht über Nietzsche unterhalten und seine Philosophie, aber über Alltagsthemen. Und seit ein paar Jahren bin ich tatsächlich am mexikanischen Spanisch dran,
Und damit komme ich sehr langsam voran, weil ich keine akute Motivation habe und ich habe einfach Spaß an der Sache. Und das ist einfach nur cool, wobei mein B1 wahrscheinlich noch lange nicht in ein B2 emporsteigen wird. Und ich muss sagen, wenn ich eine neue Sprache auswähle, die ich lernen möchte, das ist oft eine sehr intuitive Sache. Es muss gut klingen für meine Ohren subjektiv. Und es reicht eigentlich auch, wenn ich ein bestimmtes Buch lesen möchte in dieser Sprache oder einen Film schauen oder sowas. Und ganz ehrlich, ich gehöre zu den Leuten, die auch ohne groß gestecktes, hochgestecktes Ziel etwas machen. Also ich brauche einen Antrieb, eine Motivation, die für den Moment für mich reicht. Es kann sein, dass ich nie zum Ziel komme. Ich bin so ein klassischer Scanner aus dem Buch von Barbara Sher. Also das sind die Leute, die einfach alles gleichzeitig machen wollen, sich für alles interessieren und das meiste nie zu Ende bringen. Mhm. Genau. Und das ist einfach mein Lebensstil. Und ich muss sagen, seit ich dieses Buch gelesen habe, weiß ich auch, dass es okay ist. Man kann immer sehr leicht aus der Ferne Tipps für andere geben. Weil man sich ja kognitiv, ja, logisch überlegen kann, das funktioniert gut, das ist erwiesenerweise etwas, was gut funktioniert. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich hatte letztens die Erfahrung, ich wollte ein Brettspiel spielen, ich war in Holland und das war aber nur auf Niederländisch. Jetzt muss man ja sagen, für alle, die das nicht wissen, Niederländisch ist sehr nah am Deutschen dran, also das war einfacher, als wenn ich jetzt eine Gebrauchsanleitung auf zum Beispiel Arabisch gehabt hätte, da wäre gar nichts gegangen. Und was interessanterweise passiert ist, ist, dass ich, als ich einmal durch die Gebrauchsanleitung durch war, ich plötzlich Sachen, die ich am Anfang nicht verstehen konnte, auf einmal besser verstehen konnte. Weil ich einfach durch das Lesen der Gebrauchsanleitung und durch die ganz verschiedenen Kontexte, in denen Wörter aufgetaucht sind und die Sätze und dass ich ja schon ein bisschen was darüber wusste, habe ich Wörter dazugelernt. So, das ist was, das macht mir tierisch sehr Spaß. Weil ich so richtig bemerken kann, wie der Prozess funktioniert. Ich weiß aber, dass es bei anderen Leuten eventuell sein könnte, dass sie das machen und es sie sehr frustriert, dass sie halt ganz viele Wörter trotzdem nicht verstehen. Oder dass sie, dadurch, dass sie Sprache nicht so analytisch sehen wie ich, sich das gar nicht so sehr herleiten können und dann einfach nur denken, oh, ich kenne diese Vokabel nicht, ich weiß nicht, was der Satz heißt. Als Sprachlehrer sollte ich eigentlich in der Lage sein zu sagen, hier, das ist eine Methode, die funktioniert für mich gut, also hat die einen Wert. Aber ich persönlich, und mich würde interessieren, wie es dir geht, tendiere trotzdem dazu zu sagen, okay, aber es gibt ja etablierte Sachen oder es gibt Sachen, von denen weiß ich, dass die gut funktionieren, egal wie oft ich sie selber benutze. Und die empfehle ich lieber als so Sachen, die ich halt selber gerne mache, weil es kann ja sein, dass nur ich das so mache. Geht dir das auch so? Ich glaube, ich achte inzwischen viel mehr auf Glaubenssätze, die jemand hat beim Sprachen lernen. Also Methodik ist eine Sache. Es gibt viele verschiedene Methoden und bei den Methoden kann man einiges falsch machen, aber im Prinzip, wenn du regelmäßig dich mit der Sprache beschäftigst, auch wenn du Methoden wählst, die eigentlich nicht so optimal für dich sind, die Regelmäßigkeit macht es. Also wenn du wirklich hartnäckig jeden Tag 30 Minuten irgendwas machst für die Zielsprache, dann wird es schon funktionieren. Aber was wahnsinnig hinderlich ist, ist sozusagen die Hardware, die wir haben, und zwar unsere Glaubenssätze, zum Beispiel die Lehrerin sowieso hat in der Schule immer gesagt, Mensch, du bist doch überhaupt nicht sprachbegabt, in Mathe bist du gut, aber Sprachen sind einfach nicht dein Ding. Und das sind Dinge, von denen wir oft glauben, ach, das hat doch die alte Schachtel damals gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das glaube ich auch gar nicht. Aber unser Unterbewusstsein glaubt es sehr wohl. Das ist so wie, du hast eine blöde Bemerkung zu deiner Figur gehört oder zu deiner Frisur oder zu irgendwas und es bleibt einfach wie so ein toxischer Gedanke im Unterbewusstsein hängen und es kann einiges kaputt machen. Und ja, ich habe schon viele, viele Kunden gehabt, die durch die Glaubenssatzarbeit viel schneller vorangekommen sind. Ich hatte Kunden, die perfektes oder fast perfektes Deutsch gesprochen hatten, aber sie haben es mir nicht geglaubt. Sie haben gesagt, nein, also letztens eine Ärztin, die ich betreut habe, hohe Position, seit Ewigkeiten in Deutschland, aber sie hat gesagt,
Ja, wenn ich aber spreche und die Krankenschwester, der ich Anweisungen gebe, sie macht so ein komisches Gesicht, so als würde sie mich nicht verstehen. Da ist also Klappe zu, Affe tot und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mein Deutsch viel zu schlecht ist. Und Deswegen. das ist sofort viel Interpretation auch, ja. Sie weiß ja gar nicht, ob die Krankenschwester schlecht hört oder wegen was anderem das Gesicht verzieht, aber ja. Genau, und deswegen habe ich ja extra darüber ein Video gemacht, wo ich zig Gründe aufgezählt habe, warum Muttersprachler das Gesicht verziehen, wenn sie dir zuhören und die verstehen dich vielleicht nicht. Vielleicht haben sie Kopfschmerzen, vielleicht denken sie, oh, hätte ich bloß in der Schule aufgepasst, dann hätte ich jetzt Englisch sprechen können mit der Person oder irgendeine andere Sprache. Es gibt so viele Gründe. Und meistens sind Leute viel mehr mit sich selber beschäftigt, Genau, genau. wie perfekt du sprichst. Ja, genau. Aber die Fragen, die ich am häufigsten bekomme, ist so, ja, Maria, wie kann ich denn Wörter lernen, weil ich lerne Vokabeln und heute habe ich sie gelernt und in 3 Wochen ist wieder alles weg. Und das ist eine nicht nur sekundäre, das ist eine tertiäre Frage. Und ich stelle immer. Tertiär, also an dritter Stelle. Ich muss das jetzt einfach irgendwie reinhauen. Also wichtig ist, dass du verstehst, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, was motiviert dich? Und ganz, ganz häufig kommt es vor, dass zum Beispiel jemand sagt, naja, mein Mann ist der Meinung, ich sollte mein Deutsch verbessern. Kannst du Das ist keine vergessen? Funktioniert Motivation. nicht. Ja. Mein Chef macht blöde Witze, wenn ich Fehler mache. Deswegen möchte ich mein Deutsch verbessern. Und dann habe ich als erstes gefragt, bist du denn sicher, dass dein Chef kein anderes Thema findet, worüber er blöde Witze machen kann, wenn dein Deutsch perfekt ist? Dann ist deine Frisur dran oder deine Figur oder dein Lippenstift. Und das war auf einmal ein völlig anderes Bild von der Situation. Ja, Motivation, Motivation, Motivation. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also ob es jetzt ist, dass ich wirklich, dass es für mich reicht, dass ich gerne meine Verwandten im Ausland verstehen können möchte und also auch mit ihnen reden können möchte. Oder weiß ich nicht, jemand, der voll der Geschichtsfreak ist, der vielleicht Quellen im Original lesen können möchte. Wenn das lang genug reicht, dass du es dann lernst, oder wenn, ne, wenn du damit das Ziel erreichst, das du hast und dich gut damit fühlst, super. Das heißt, zu deinem Lehrprozess, nicht also Lernprozess vielleicht auch, aber zu deinem Lehrprozess gehört auch immer ein ganz ein großer Teil Psychologie, ja. Ganz, ganz viel. Ich Wie finde, siehst du im das? Leben ist sowieso fast alles Psychologie und das faktische Wissen, das kommt an letzter Stelle. Also da musst du erstmal eine Struktur aufbauen und wenn du die aufgebaut hast, dann lernst du alles andere super schnell. Was passt denn für dich? Wie wird es für dich Ja. funktionieren? Und warum machst du das überhaupt? Wir kennen das ja auch von anderen Sachen, ne? Also wenn ich ein Instrument lerne, dann ist es auch wichtig, dass ich ja eine bestimmte Motivation dafür habe. Wenn ich ganz viel Glück habe, dann habe ich einfach so viel Spaß daran, das zu machen, dass ich überhaupt nicht auf ein bestimmtes Ziel fokussiert sein muss. Das kann beim Sprachenlernen natürlich auch passieren. Aber ich glaube, die große Frage stellt sich ja genau immer für die Leute, die nicht das Privileg haben zu sagen, oh ja, ich hätte jetzt Lust, noch eine Sprache zu lernen und ha, wie schön, ich habe gerade eine Gebrauchsanleitung auf Holländisch gefunden oder ich möchte ein bestimmtes Buch auf Dänisch lesen, sondern ich ziehe jetzt nach Deutschland, ich muss jetzt in Deutschland arbeiten und ich muss Deutsch lernen und ich muss, ich muss, ich muss. Und sich darüber gar nicht die Frage stellen, was sie denn mögen. War das bei dir denn nicht ursprünglich ähnlich? Du bist ja nicht, du hast ja, hast du Deutsch gelernt, weil du so viel Spaß an Deutsch hattest? Um Gottes Willen, ich habe, also Entschuldigung, aber ich habe Deutsch gelernt, weil meine Mutter mich, Moment, nur 94, hat sie mich für ein Jahr nach Deutschland mitgenommen. Sie hat hier studiert, also sie hat ein zusätzliches Studium gemacht in Mannheim und hat mich mitgenommen, einfach weil sie mich nicht zu Hause lassen wollte, netterweise. Hallo, ich bin Maria, ich komme aus Lettland, ich bleibe hier ein Jahr. Das war mein Deutsch, also ich konnte nichts mehr. Und dann hatte ich aber eine ganze Horde Klassenkameraden, die sehr neugierig waren. Ich war die einzige Ausländerin weit und breit. Und die wollten mich ausfragen. Die wollten fragen, ob es bei uns Strom gibt und ob bei uns auf der Straße Bären rumlaufen, weil Lettland, Lappland, ist das gleiche wie Lappland? Habe ich schon mal den Weihnachtsmann gesehen? Rückblickend, ich war ein wahnsinnig unsicheres Kind, als ich nach Deutschland kam. Und durch diesen Sprachlernprozess, also durch die Unterstützung, aber auch die, ja, wie soll ich sagen,
durch die Dressur, durch meine Mitschüler, die einfach wollten, dass ich möglichst schnell ansprechbar werde, dass ich ihre Fragen beantworten kann. Sie haben mir keinen Fehler durchgehen lassen. Und jetzt, wenn ich mich an diese Situation erinnere, wäre ich erwachsen gewesen, hätte ich mich in Grund und Boden geschämt und hätte nie wieder den Mund aufgemacht, weil es ja super peinlich ist, wenn in einer Klasse mit, keine Ahnung, 35 Leuten oder mehr, da werde ich vor versammelter Mannschaft korrigiert. Das ist ultra peinlich. Aber im Alter von 11 Jahren, glaube ich, ist das normal. Habe ich das weggesteckt und ich bin gestärkt nach diesem Jahr wieder zurückgegangen und ich hatte ein Selbstwertgefühl, das sich gewaschen hat. Also mir konnte keiner mehr kommen mit, du hast da einen Fehler gemacht oder so. Und also das war für mich ein ganz großer Entwicklungsschritt. Das heißt, deine Deutschreise ist jetzt, was das angeht, für erwachsene Lerner zumindest nicht unbedingt repräsentativ. Du sprichst da aber was sehr Interessantes an, finde ich, dass man hat als Erwachsener immer ein Gesicht zu verlieren. Und es ist ja nicht so, dass Kinder keinen Stolz haben oder so. Im Grunde sollte man sich das eigentlich auch beibehalten können. Ich glaube, es ist so eine gewisse Angst, auch wenn man jetzt bei diesem Thema mit dem Chef wieder, ne, so eine gewisse Angst davor, dass wenn ich nicht perfekt spreche, dann bedeutet das, dass andere einen Freifahrtschein, also eine indirekte Erlaubnis haben, mich weniger zu respektieren oder mich nicht so ernst zu nehmen oder sowas. Was eigentlich auch wieder so eine Art Glaubenssatz ist, oder? Absolut. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich muss dir da an der Stelle kurz widersprechen, weil ich meine Reise eigentlich sehr beispielhaft finde. Also auch wenn jemand als Erwachsener eine Sprache lernt, dann ist diese kindliche Haltung, und mit kindlich meine ich nicht irgendwie naiv, sondern kindlich, ich stelle so viele Fragen, wie ich schaffe. Es ist egal, wie alt du bist, aber wenn du in der Lage bist, deinem Gesprächspartner zu kommunizieren, dass du nicht perfekt sprichst, dass es auch okay ist, dass du neugierig bist, dass du wissen möchtest, habe ich das jetzt richtig gesagt? Wie könnte man es besser formulieren? Kinder haben den Vorteil, dass sie viel weniger reflektieren. Also ja, du sagst irgendwas falsch, aber auch muttersprachliche Kinder benutzen zum Beispiel unregelmäßige Verben. Ganz interessant, habe ich mitbekommen. Also, und dann sind wir geginkt oder gegankt oder, und dann gangen wir ins Schwimmbad, habe ich schon alles gehört. Wir Erwachsene tendieren dann dazu, viel zu verkopft zu sein, viel zu verkopft zu denken, okay, wenn ich jetzt den Fehler mache, und dann die Leute denken, dass ich blöd bin, oder die Leute denken, dass ich sollte doch lieber in mein Heimatland zurückgehen, wenn ich schon kein Deutsch kann. Ein Kind kommt nie auf die Idee, so etwas zu denken. Also, keine 2 bis 3 generellen Tipps zum Sprachenlernen in dem Sinne. Also nicht, kleb dir Vokabeln an deinen Kühlschrank. Also ich meine, wenn das für dich funktioniert, dann mach das, aber nicht sowas. Aber hast du 2 bis 3 Glaubenssätze, grundsätzliche, die hilfreich sind beim Sprachenlernen? Ich glaube, der sinnvollste Glaubenssatz ist, dass ich immer an erster Stelle bin. Also ich als Person, wie ich irgendwo unterwegs bin, im Fitnessstudio oder beim Sprachenlernen oder beim Arbeiten oder so, ich stehe an erster Stelle. Ich bin wichtig. Und meine Bedürfnisse nehme ich selbst in erster Linie wahr. Das heißt, wenn ich keine Lust auf Lernen habe, wenn ich mir vorgenommen habe, dass ich mich heute hinsetze und eine Stunde Vokabeln lerne, aber irgendwie geht das einfach nicht. Ich habe zu schlecht geschlafen oder ich kann mich nicht konzentrieren. Dann du bist die Person, die dafür zuständig ist, pfleglich mit ihr umzugehen und zu sagen, okay, Schatzi, heute machen wir das nicht, heute machen wir das anders. Und vielleicht kannst du ein bisschen tricksen und sagen, na gut, ich habe zwar keine Lust auf Vokabeln, aber ich höre ein paar Songs auf Deutsch oder ich höre den Podcast von Link oder ich schaue eine Folge von meiner Lieblingsserie an. Also nicht dieses übers Biegen und Brechen und mit Disziplin und so weiter. Wir sind nicht unterwegs nach Olympia, wollte ich sagen. Also nicht zu den Olympischen Spielen. Und Profisportler müssen mit harter Disziplin arbeiten. Da geht es nicht mit, heute habe ich keine Lust, da mache ich das nicht. Aber beim Sprachenlernen ist viel effizienter, immer wieder zu bremsen und zu sagen, okay, tut mir das gut, was ich gerade mache? Oder füttere ich gerade den Glaubenssatz,
Ja, Mensch, das schaffst du ja eh nie. Siehst du hast heute Vokabeln gelernt und es ist eh keine hängen geblieben. Also wir entscheiden, welche Glaubenssätze wir füttern. Sie also entstehen nicht von selbst, sondern wir füttern sie im Laufe unseres Lebens und wir entscheiden uns jedes Mal neu. Meine Tochter hat sich irgendwann angewöhnt, wenn sie irgendwas fallen lässt und was kaputt geht, zum Beispiel eine Tasse oder ein Glas, dann sagt sie, Mensch, ich bin so tollpatschig, wie konnte das nur passieren? Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, da muss ich sofort eingreifen und ich muss sagen, pass auf, wenn etwas kaputt geht, was sagen wir dann? Es ist kaputt gegangen. Wir sagen nicht, ich bin tollpatschig, ich bin sowieso, also das darf man bei Kindern sowieso nicht machen, aber Erwachsene machen das sehr leicht, wenn sie sagen, okay, ich habe schon wieder so viele Fehler gemacht. Mensch, ich habe einfach keine Sprachbegabung. Also du kannst im Prinzip in deinem Alltag entweder Beweise dafür suchen, dass du gut bist, dass du fleißig bist, dass du besser Deutsch kannst als vor einem Jahr oder als vor 3 Monaten. Oder aber du verstärkst die Glaubenssätze, die in deinem Unterbewusstsein sitzen und die dir wiederholt eintrichtern, du kannst kein Deutsch lernen. Dein Opa hat schon gesagt, du wirst es nie lernen und Deutsch ist eine sehr schwere Sprache und so weiter und so fort. Ja, ja, das gute alte Deutsch ist zu schwer. Geht es dann nicht im Grunde eigentlich immer darum, sich positiv zu manipulieren, anstatt sich negativ zu manipulieren? Weil letztendlich wirst du ja, wenn du rein evidenz-, also beweisbasiert arbeitest, dann ist es mal so, abhängig von der Tagesform. Und ja, manche Leute sind talentierter oder manchen Leuten fallen Sachen leichter und sowas. Das heißt, wenn ich mich mit Glaubenssätzen positiv pushen will, muss ich eine Weile mich sozusagen ein bisschen manipulieren. Also ich muss eine Weile eigentlich mir immer wieder sagen, ha, das, ich bin so gut in Deutsch oder was auch immer es ist. Es reicht eigentlich auch schon, wenn du vor einer Lernsession, wie auch immer sie bei dir aussieht, wenn du dich gezielt in positive Stimmung bringst. Das heißt, wir sprechen nicht von Autosuggestion, wo du sagst, ich bin gut in Deutsch, ich bin gut in Deutsch und dein Unterbewusstsein sagt, bist du nicht? Ja. Jedes Mal. Also deswegen funktionieren Affirmationen nur bedingt, weil unser Unterbewusstsein sehr stark dagegen arbeitet, wenn wir eigentlich eine andere Überzeugung haben. Also es hilft auch nicht, in den Spiegel zu schauen, zu sehen, okay, ich müsste mal wieder abnehmen und dein, du sagst, ich bin schlank, ich bin schlank, ich bin schlank und dein Unterbewusstsein lacht sich kaputt und sagt, ja, du, lass mal. Genau, das heißt, was ich meinen Kursteilnehmern immer empfehle, ist, dass sie vor einer Lernsession irgendein Ritual überlegen, wo sie sich in richtig angenehme Stimmung bringen, irgendwas, was dir gut tut. Das kann Musik sein, das kann ein leckerer Tee sein, das kann einfach ein Setting sein, wo du, wenn du Deutsch lernst, dann sitzt du immer in deinem Lieblingssessel und ich weiß es nicht und knuddelst deinen Dinosaurier oder was da um dich rumschwirrt und so weiter. Und ja, was bei den meisten der Fall ist, wenn sie schlechte Erfahrungen mit Sprachenlernen gemacht haben, was die meisten haben, wenn sie nur ihren Schreibtisch sehen und da sind, weiß ich nicht, Wörterbücher und andere Lehrbücher drauf, dann bekommen sie Bauchschmerzen. Und dann denken sie, okay, ich bin einfach nicht diszipliniert genug, jetzt muss ich mich irgendwie dazu überwinden. Sobald und dann wird es immer schlimmer. Genau, sobald du merkst, jetzt muss ich mich überwinden, um etwas zu machen, dann machst du irgendwas falsch. Und das ist Feintuning, das ist ziemlich komplizierte Arbeit manchmal. Weil wir so sehr dran gewohnt sind, mit uns zu kämpfen und zu sagen, ja, ich habe keine Lust, aber ich muss, weil ich möchte das und das erreichen und so weiter. Das heißt, was mache ich denn dann jetzt, wenn ich morgen eine Prüfung habe und ich fühle mich, oder vielleicht nicht morgen, morgen ist, ein Tag ist schwierig, aber sagen wir mal, ich habe irgendwann innerhalb der nächsten Woche, ja, habe ich die große böse Prüfung. Ich habe gelernt, es fällt mir nicht super leicht, ich bin gewohnt, mich zu zwingen, weil es eigentlich nie so richtig Spaß macht. Was mache ich denn dann jetzt, um möglichst positiv und vorbereitet in die Prüfung zu gehen? Okay, Punkt 1, du konzentrierst dich nicht auf die Prüfung, sondern auf das Ergebnis. Also, was wirst du bekommen, wenn du die Prüfung bestanden hast? Und damit meine ich nicht das Zertifikat, das du an die Wand hängen kannst, sondern zum Beispiel, du hast das Ziel, dass du mit diesem Zertifikat studieren, arbeiten, irgendwas Tolles machen kannst. Und du visualisierst so detailliert, wie du kannst,
diese Situation, wie du, weiß ich nicht, du stehst auf einer Bühne und du präsentierst deine Doktorarbeit, die du in dieser Sprache geschrieben hast. Und das ist dein Anker, das du dir setzt, also das ist eine attraktive Vorstellung. Und dann tut im Prinzip dein Unterbewusstsein alles, um dich dorthin zu bringen. Mhm. Während, wenn du dich auf die Prüfungssituation konzentrierst, und ich kenne niemanden, der gerne in Prüfungen geht, wirklich nicht. Also ich hatte selbst Riesenbammel vor Prüfungen in der Schule, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht ich war. Und in der Uni war das auch wieder unangenehm. Es ist einfach so ein Setting, wo man sich unwohl fühlt. Und wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest und gleichzeitig lässt du dir von allen Seiten sagen, oh, das ist eine sehr schwere Prüfung. Guck mal, die und die und die haben es nicht bestanden. Oh, hast du die Statistik gesehen? In Deutschland bestehen 80% der Prüfungsteilnehmer C1-Prüfungen nicht und. Das heißt, solche Sachen ausblenden, dich auf das Ziel zu fokussieren, was werde ich haben, wenn ich die Prüfung bestanden habe, und dann einfach dafür sorgen, dass du jedes Mal, wenn du unsicher wirst, jedes Mal, wenn du in diese Nervosität und vielleicht Motivationslosigkeit verfällst, du schaust dir nochmal dieses mentale Bild an von deinem Ziel. Wie gut werde ich mich fühlen, wenn ich da auf dieser Bühne stehe und meine Doktorarbeit vorstelle? Und was werde ich, ich werde vielleicht Applaus hören, ich werde, weiß ich nicht, ich werde den Duft der Rosen wahrnehmen, die ich geschenkt bekomme, ich werde den Sekt, den teuersten, den es gibt, keine Ahnung, Veuve Clicquot, werde ich auf der Zunge spüren und so weiter. Oder wo auch immer man den Geschmack spürt. Und je farbiger, je reicher dieses Bild ist, desto attraktiver wird es für dich sein. Du wirst immer wieder darauf zurückkommen. Das klingt alles sehr sinnvoll. Du hast mich auch gerade total angestoßen, darüber nachzudenken, wie ich vor allem in der Uni, ich glaube in der Schule, wie du gerade sagtest, ne, da fehlt einem auch die Reflexionsfähigkeit, aber wie ich in der Uni an Prüfungssituationen rangegangen bin, weil ich tatsächlich durch meine meisten Prüfungen ganz gut durchgekommen bin in der Uni. Das ist voll interessant, weil mir jetzt tatsächlich auffällt, dass ich, glaube ich, oft diesen Blick in die Zukunft, ich habe mir vielleicht nicht genau ausgemalt, dass ich dann irgendwie auf der Bühne stehe oder sowas, ja, aber zum Beispiel bei meinem Examen, bei meiner Abschlussprüfung habe ich automatisch darüber nachgedacht, wie toll das wäre, wenn ich da jetzt eine 1,0 habe und dass ich dann mit den Dozenten ganz entspannt darüber reden kann und sowas. Also ich habe mal ein wunderbares Ding gehört, wo es hieß, wenn du dir dauernd Gedanken darüber machst, was alles schief gehen kann, dann erreichst du überhaupt nichts, außer dass du schon mal die negativen Konsequenzen auf einer emotionalen Ebene vom Scheitern durchlebst, ohne dass du was daran machen kannst, weil es ist ja noch nicht passiert. Und es sorgt auch nicht dafür, dass, wenn es nachher tatsächlich schief geht, du dich weniger schlecht fühlst. Ich glaube, das ist das, was man sich einbildet. Wenn ich schon darauf vorbereitet bin, dann tut es nicht so weh. Nein, es tut sogar eher mehr weh. Was ist, wenn ich durchfalle? Keine Ahnung, ich falle einfach nicht durch. Es gibt dieses absolut einfache Experiment, das beweist, dass Gedanken genauso stark sind wie etwas, was tatsächlich passiert. Also stell dir vor, du beißt in eine Zitrone rein. So, und jetzt bin ich hundertprozentig sicher, dass du dieses Gefühl im Mund hast, also die Speichelbildung wurde, angekurbelt und so weiter. Und das passiert bei allen, also wirklich ohne Ausnahme. Oder wenn du dich an irgendwas Angenehmes erinnerst, du entspannst dich innerlich. Wenn ich dir sage, erinnere dich an den schönsten Urlaub, den du mal gehabt hast. Und das war der, ich weiß es nicht, der schönste Strand und die Wellen rauschen und die Möwen kreischen und so weiter, du bist sofort da. Wir erleben das, was wir uns erlauben zu erleben. Und wenn ich mich die ganze Zeit stresse und ich denke, oh, die Prüfungen, die Prüfer werden bestimmt ganz streng sein und mein Gesprächspartner in der Prüfung wird bestimmt besser sein als ich. Und schon liefert dir dein Unterbewusstsein Beweise dafür, weil du irgendwas irgendwo gehört hast und irgendwelche Horrorgeschichten gehört hast und so weiter. Das ist übrigens tatsächlich wissenschaftlich belegbar, wer sich das mal angucken will. Und zwar hat das alles, soweit ich weiß, hat das alles mit den Spiegelneuronen zu tun. Wir haben eine Gruppe von Neuronen, die dafür zuständig sind, uns
auf reiner Vorstellungsbasis einen Gefühlszustand vorzugaukeln, damit wir uns in die Situation von anderen hineinversetzen können, damit unser Hirn berechnen kann, wie es zum Beispiel wäre, in eine Zitrone zu beißen, damit wir das nicht nochmal machen müssen, wenn wir es schon mal irgendwann gemacht haben. Ja, genau. Unser Gehirn ist super, super mächtig und fähig, Sachen zu beschwören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube nicht an diese Manifestations-, so, du musst es dir nur vorstellen und dann wird alles wahr. Also nicht bis zum letzten Extrem. Aber du sprichst da, glaube ich, schon Sachen an, die fürs Lernen und gerade für Prüfungssituationen, deswegen machst du ja Prüfungsvorbereitung, sehr, sehr, sehr mächtig sein können. Einfach um sich selber in ein Mindset zu begeben. Das hilft. Absolut. Wobei ich bei Prüfungsvorbereitung immer dazu sage, ich interessiere mich nicht die Bohne für Prüfungen. Jetzt habe ich das schon wieder vor laufender Kamera gesagt. Ich interessiere mich aber für Menschen. Und ich sehe Prüfungen als gewisse Stufen, über die man gehen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und das finde ich erstrebenswert. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich so viele Menschen dabei unterstützen kann. Die Prüfungen an sich sind nur Prüfungen. Aber die Ziele, die sich Menschen stecken, die sind toll. Und ich finde Menschen grundsätzlich toll. Deswegen mache ich das, was ich mache. Da haben wir noch was gemeinsam. Insofern, schaut bei Maria mal vorbei. Gerade wenn ihr eine Prüfung irgendwie in naher Zukunft habt. Ich würde auch sagen, jetzt haben wir sehr lange gequatscht. Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest, Maria? Ich glaube, wir könnten jetzt noch 10 solche Folgen aufnehmen, weil es einfach so viele spannende Themen gibt. Ich habe eigentlich nichts Aktuelles mehr, außer vielleicht meiner Crowdfunding-Kampagne, die im Moment läuft und die sich damit beschäftigt, meine Schule vor der Insolvenz zu retten, weil wir mit der wirtschaftlich-politischen Situation zu kämpfen haben, die was mit Krieg zu tun hat und so weiter. Also wer vielleicht auf meinen Kanal stolpert und sich das Video dazu anschaut, das würde mich sehr, sehr freuen. Genau, macht das bitte. Es gibt auf Marias Kanal ein Video, wo sie das alles ganz genau erklärt. Und es geht wirklich darum, diese Schule, die, wie wir jetzt ausführlich besprochen und gehört haben, ein bisschen anders ans Sprachenlernen rangeht als dieses One Size Fits All, was man leider oft antrifft. Es geht darum, diese Sprachschule zu retten. Man muss es einfach so sagen. Insofern hoffen wir beide, also das meine ich auch ehrlich, es geht mir auch so, hoffen wir beide, dass ihr bitte da vorbeischaut. Die Links für alles sind wie gewohnt in der Beschreibung. Da ist auch nochmal das spezifische Video verlinkt. Und den Fundraiser werden wir da auch verlinken. Unabhängig davon, Maria, danke ich dir, dass du hier bist, hier warst. Und du kannst gerne jederzeit auch in Zukunft nochmal wiederkommen. Wie du sagtest, ich glaube, es gibt noch einiges, über das wir uns unterhalten könnten. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge vom Link-Podcast. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wie immer könnt ihr das Transkript auch von dieser Podcast-Folge auf der Seite von Link finden, wo ihr also mitlesen könnt. Das könnt ihr auch hier in den Untertiteln, aber auf Link könnt ihr euch Vokabeln rausschreiben, neue Wörter üben, mithören, mitlesen, ja? Das ist alles wie immer auf Link zu finden. Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Maria und ich sehen uns auch beim nächsten Mal. Was auch immer das ist. Dankeschön, Katja. Dann wirklich Fortsetzung folgt. Genau. Tschüss, tschüss. Ciao.